Moin, unser erster ganzer Tag hier in Salt Lake City und wir sind gerade durch die Waschstraße gefahren, wie ihr gesehen habt. Ist jetzt auf jeden Fall sauberer. Ich glaube, ich habe euch vorher gar kein Bild gezeigt von dem Salzmatsch, den wir halt durch die Salzwüste bekommen haben. Man sieht es noch so circa. Das war halt hier die Hälfte des Autos halt hoch und haben gedacht, naja, vielleicht sollten wir doch mal eher durch die Waschstraße fahren, anstatt jetzt die nächsten Tage damit einfach weiterzufahren. Das haben wir jetzt gemacht. Das sieht soweit alles ganz okay aus. Vorne ist jetzt noch ein Fleck irgendwie auf der Windschutzscheibe drauf. Den machen wir irgendwann anders weg. Genau, super Wetter heute. Es ist auf jeden Fall wieder wärmer und wärmer auch als in unserer Unterkunft, die am Kellergeschoss ist. Da müssen wir nochmal mit dem Gastgeber klären, ob man da nochmal irgendwie die kaputte mobile Heizung irgendwie ersetzt bekommt. Ansonsten, wir machen uns heute gar nicht groß auf den Weg nach Salt Lake City rein, sondern auf den Weg nach Park City. Das heißt einmal die Interstate 80 über diese Bergkette da hinten rüber, 40 Minuten Fahrt. Park City, da wollte ich gerne halt unbedingt einmal hin, weil dort auch das Hoonigan Headquarter ist, also quasi das Hauptgebäude von Ken Block, der ja leider vor kurzem verstorben ist. Da waren wir gerade zu der Zeit in Australien, als ich diese traurige Nachricht gelesen hatte. Ich hatte irgendwie gar gehofft, dass wenn wir hier nach Salt Lake City fahren und Park City, dass ich ihn ja vielleicht treffen könnte oder wie auch immer oder man halt einen Einblick bekommt. Das kam mir entsprechend leider anders. Nichtsdestotrotz wollte ich da gerne einmal vorbei, dass wir uns das einmal halt anschauen, das Headquarter. Danach fahren wir ein Stück weiter. Wir haben also eh geplant, eine Rundtour zu machen, ein paar Stops zu halten, vielleicht also ein bisschen die Natur hier noch anzugucken, bevor wir dann morgen und den ganzen Tag rein wollen in die Stadt und auch noch nach Antelope Island, heißt es, glaube ich. Das gucken wir uns dann morgen, wie gesagt, an. Und hier ist das Panorama halt echt cool, weil man mitten an diesen ganzen Schneebergen ist, egal auf welcher Seite. Und halt diesen riesigen Salzsee, der dahinter ist. Und man halt trotzdem hier mit Sonne echt gute Temperaturen hat. Nun gut, ich will die Kinder nicht länger warten lassen. Wir machen uns auf den Weg. Und ich würde sagen, ihr kommt einfach mit. Bis gleich. Moin, so jetzt sind wir von Salt Lake City einmal nach Park City rübergefahren und ganz unscheinbar hier hinter, das ist halt quasi das Hoonigan Headquarter, das die Hauptzentrale von Ken Block und seinem Hoonigan Racing Division oder seiner Firma Hoonigan auch. Und die haben ja in LA, in Los Angeles, haben sie auch noch einen Standort. Da gibt es auch einen Merchandise-Shop, da kann man auch rein, da kann man sich ein bisschen umgucken und sonst was. Hier steht direkt, not open to the public, no appointment, no entry. Das ist damit klar geregelt. Hier vorne gibt es zwei, drei große Kameras. Und genau, mehr nicht. Ist auch alles abgedunkelt, hier kann man nichts weiter machen. Das ist natürlich klar irgendwo halt schade. Ich hatte mir das grundlegend halt anders vorgestellt. Hatte dann aber auch in der Recherche schon gesehen, dass das hier eher nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Nichtsdestotrotz wollte ich ja einmal kurz vorbei, weil wie gesagt, der Ken Block hat ja einiges in seiner Karriere irgendwie erlebt und neben seiner Rennfahrerkarriere und sonstigem war er halt auch vielleicht, weiß ich nicht, eine Inspiration für einige Geschichten. Und ich habe mir jetzt halt gedacht, ich fahre einfach mal vorbei und wir haben ja leider während, mach mal kurz hier Platz, hier möchte vielleicht einer rein, während wir in Australien waren, in Melbourne war das glaube ich, habe ich dann die leider traurige Nachricht gesehen, dass Ken Block bei einem Schneemobilunfall ums Leben gekommen ist und wie gesagt, hatte mir damals irgendwie gehofft, dass man hier vorbeikommt und vielleicht irgendwie was sieht oder vielleicht gerade ein Event ist oder er irgendwie in der Stadt gerade unterwegs ist oder sonst was. Hätte ja sein können. Also nicht, wir haben die Route jetzt nicht deswegen geplant, dass man hier vorbeifährt, sondern die Route war für uns schon eh von vornherein mal irgendwie als Idee angedacht. Und
Alles weitere waren halt irgendwie so zusätzliche Aktionen, die man halt während der Route machen konnte. Und jetzt wollte ich halt einmal kurz anhalten und einmal auf Camp Lock anstoßen. Ich dachte mir als Monster-Fan, dass ich das einmal machen würde. Von daher Prost, Camp Lock, auf dich. Und dazu noch eines seiner Zitate, wofür er auch irgendwie mehr oder weniger bekannt ist, dass er mal ein Interview gegeben hat. Das war be creative, have fun, have a fun life and don't be an asshole. So, von daher sei das nochmal kurz dazu gesagt. Ist vielleicht sehr basic gehalten, die Aussage, steckt aber halt entsprechend viel dahinter. Er setzt sich immer viel für seine Mitarbeiter ein, viel für andere Projekte, viel für seine Fans und so weiter und hat ein eigentlich nicht so gehobenes Leben gelebt, würde ich jetzt mal irgendwie behaupten. Nee, gut, das soll es aber auch schon gewesen sein. Wir wollen uns jetzt weiter auf den Weg machen. Wir wollen hier noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Wir haben noch ein, zwei Stops rausgesucht, vielleicht nochmal die Drohne fliegen lassen über die Berge und von daher sage ich Tschüss, bis gleich.
Ja, wir sind hier nochmal auf dem Spielplatz. Wir haben auch auf unserem Weg quasi nach Park City, da sind wir noch einmal durch Park City durchgefahren, haben dann nicht groß angehalten, hatten erst überlegt, ob wir das noch machen oder nicht. Wir hatten uns aber im Vorfeld schon was anderes rausgesucht, wo wir einen Zwischenstopp machen, zwar für einen Besuch am Spielplatz. Das war echt super, Sonne pur, es war schön warm und ganz viele Kinder zum Spielen und ganz viele Spielsachen auch. Und danach sind wir quasi den South Loop gefahren, einmal um die Berge da hinten herum. Also wir sind einmal auf die andere Seite und dann vom Süden her jetzt wieder hier hoch. Unsere Unterkunft ist jetzt hier nur noch 10 Minuten entfernt. Und hier haben wir jetzt einfach nochmal einen Stopp gemacht, damit der Große und auch die Kleine sich hier am Spielplatz ein bisschen austoben können. Und haben gedacht, das reicht dann ja auch für heute. Wir wollen jetzt gleich nochmal kurz einkaufen. Und das war's dann für den Tag auch. Und morgen wollen wir dann nochmal nach Salt Lake City rein und vielleicht auf Antelope Island. Und dann sind wir für den Tag auch quasi, oder für den Aufenthalt hier auch schon durch. Ich hätte erst gedacht, dass das ja vielleicht doch zu lange ist mit dem Aufenthalt hier. Aber letztendlich ergibt sich das, dass wir heute halt so langen Weg gefahren sind. Auch coole Aufnahme mit der Drohne auf jeden Fall, wie ich finde. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Ihr habt das ja jetzt vielleicht auch schon gesehen. Und wir haben auch so einen coolen Wasserfall entdeckt. Manchmal war das mit den Stops ein bisschen schwierig oder halt auch nicht erlaubt oder nicht ganz ersichtlich. Aber wir haben jetzt unseren Weg gefunden und genau, sind jetzt hier mit dem Wagen wieder da, haben noch einmal kurz aufgetankt. Ich glaube über ein Dreiviertel Tank für umgerechnet 38 Euro. Das ist also echt günstig gewesen. Die Tankstellen sind hier auch nochmal günstiger geworden. Und genau, sind jetzt genau noch hier und wollen dann auch gleich zur Unterkunft Essen machen. Ich wollte nochmal den Gastgeber schreiben, wie das aussieht mit dem Heizgerät für die Nacht, wo ich in der Nacht ganz okay fand. Und wir uns dann ja auch nicht lange im Wohnzimmer aufhalten. Mal schauen. Genau, auf jeden Fall haben wir da auch schon eine 15 Euro Gutschrift bekommen, weil einige andere Sachen vergessen wurden oder nicht bereitgestellt wurden, obwohl das so bei Airbnb angeboten wurde oder angepriesen wurde oder advertised wurde. Und genau, deswegen hat er uns da eine Gutschrift geschrieben, Und das war für uns dann in dem Verhältnis auch okay. Es kamen trotzdem nochmal Leute vorbei, die, glaube ich, oben drüber wohnen. Die haben uns noch ein paar Sachen vorbeigebracht, damit wir wenigstens in der Küche voll ausgestattet sind. Sonst wäre das mit dem Abendessen gestern auch schon ein bisschen blöd geworden. Und ja, so viel dazu. Morgen geht es dann weiter. Und wie gesagt, immer noch hier Salt Lake City, aber dann ein bisschen in der Stadt mal umschauen. Also eher weniger Drohnen fliegen. Und wir werden einen State Park, ist das, glaube ich, hier besuchen. Auf Antelope Island. Da müssen wir nochmal Gebühren zahlen. Da weiß ich auch nicht, ob ich da wirklich Drohne fliegen darf. Wahrscheinlich nicht. Mitnehmen werde ich sie trotzdem. Und genau, danach geht es für uns weiter. Und zwar werden wir dann Salt Lake City verlassen und Utah quasi auch wieder verlassen. Wir fahren dann über Idaho, Twin Falls, dann Richtung Portland und nachher letztendlich dann nach Seattle. Okay, soviel zu heute. Wir machen uns gleich auf den Weg, wollen nochmal kurz einkaufen und ich würde sagen, wir melden uns sonst morgen. Ciao! Moin! Da hinter uns seht ihr den nicht vorhandenen Farmers Market. Das war eigentlich unser erster Stop für den Tag heute. Wir sind ja gestern dann noch nach dem Spielplatz zur Unterkunft gefahren und haben dann noch ein bisschen die Kinder spielen lassen, Abendessen gemacht, bis es dann ins Bett ging. Und für heute und am zweiten ganzen Tag hier in Salt Lake City, wieder mit super Wetter übrigens. Oh, und ich sehe auch schon wieder Stinkebäume. Das riecht hier ja direkt wieder.
Freue mich. Frühling, juhu. Hatten wir eigentlich vor, jetzt in die Innenstadt zu gehen? Oder machen das jetzt auch gerade? Wir hatten eigentlich vor, so einen Farmers Market zu besuchen, samstags. Haben wir gerade festgestellt, dass der nur von Juni bis Oktober ist. Ja, ist ja auch einfach schlechtes Wetter hier, um jetzt sowas zu machen. Na gut, vielleicht sonst so. Und wollen jetzt hier nochmal kurz zu einigen Sehenswürdigkeiten quasi, die man sich hier in der Stadt angucken kann. Zum Temple Square und zum Capitol einmal rüber. Das ist jetzt fußläufig 20 bis 30 Minuten entfernt. Am Farmers Market können wir jetzt aber 2 Stunden umsonst parken. Und von daher haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach. Parken da, gehen jetzt hier eine Runde bis nach da vorne hin, was wir ja eh dann geplant hatten, nach dem Markt dann dahin zu gehen. Und danach wollen wir wieder mit dem Auto weiter. Und zwar noch einmal auf den Nationalpark, glaube ich, oder nee, Antelope Island, hatte ich ja schon gestern erzählt. Ein Nationalpark ist es ja nicht, ich glaube, es ist ein State Park. Da wollen wir einmal rauffahren. Da kann man vielleicht Bisons sehen und einen schönen Ausblick haben. Und das kostet, glaube ich, $15 pro Auto. Von daher wollen wir da dann noch einmal hin. Gucken, was der Tag noch so bringt. Und die Erfahrung aus den letzten Tagen zeigt eigentlich, dass wir hier links, dass wir meistens genügend Zeit schon verplempern, dass wir nicht noch andere Sachen groß brauchen, zu planen brauchen. Genau, von daher geht es jetzt weiter. Und durch die Stadt. Bis später. Sind wir auf Antelope Island, Salt Lake City, einmal jetzt da quasi hier rüber gefahren. Und hier gibt es nicht nur viele Fliegen, sondern halt auch Bisons, die kann ich da noch ranzoomen. Ich zoome jetzt gerade bestimmt mal ran. Und hier bin ich wieder. Auch Bisons, die sich hier einfach mal an den Strand legen und chillen. Das ist schon echt cool. Also neben Bisons, Antilopen und irgendwelchen Schafen mit großen Hörnern soll es hier halt auch noch ein paar andere Tiere geben. Das ist ganz cool. Drohnenfliegen ist hier wohl nicht erlaubt. Muss ich mal gucken, wie das halt ist. Da stand irgendwie nur mit bestimmten Permits oder zu einer bestimmten Zeit. Hier werde ich das jetzt bestimmt nicht machen. Wir fahren auf jeden Fall noch ein Stück weiter und mal gucken, ob sich vielleicht nachher noch eine andere Gelegenheit irgendwie ergibt. Aufgekommen auf die Insel.
So, da ganz alleine liegt. Aber okay, genau, wir machen uns weiter auf den Weg. Die Lütte ist ein bisschen müde, die möchte vielleicht auch noch mal gleich schlafen. Und genau, der Große ist irgendwie auch schon so ein bisschen hibbelig. Der will auch noch mal raus und was gucken, mal schauen, wo wir das machen. Hier gibt es Picknick-Areas, da können wir bestimmt dann auch noch mal anhalten. Genau, wir machen uns weiter auf den Weg. Bis gleich. Thank you.